Heute erfülle ich mir einen Traum. Ich baue mir ein eigenes Haus auf mein Auto. Hey! Oh mein Gott. So, ihr seid eindeutig gestört. Okay, nein, warte, stopp. Mejor de Television. Wie fangen wir an? Als erstes gucken wir uns mal das Dach an. So, das hier muss alles weg, die ganzen Solarpanel. Wir haben hier solche Löcher, die haben einen Durchmesser von ungefähr 1,2 cm. Davon haben wir auf jeder Seite 8 Stück, also brauchen wir 16 Schrauben. Da machen wir dann das Holz fest. Wir werden das Haus aus Holz bauen, weil wir ein gewisses Gewicht auch beachten müssen. Was ist denn das maximale Gewicht? Oh, ich wäre fast runtergefallen. Man darf auf dem eigenen Dach immer nur ein gewisses Maximalgewicht draufpacken. Das ist die sogenannte Dachlast, findet man im Handbuch. Gewichte, Zuladungen, Dachlast. Mittlerer Radstand, den habe ich, 188 Kilo. Ja, top. Ich glaube, das ist mehr als genug. Dann messen wir uns noch die Löcher oben aus, damit wir wissen, wie groß unsere Bretter sein müssen. Unsere Löcher sind 135 cm weit auseinander. Bezüglich der Länge sind wir hier bei 2,74 Meter. So, das wird dann unser Fußboden. Wir brauchen Bretter, die 1,35 breit und 2,74 lang sind. Das heißt, das wird dann unser kompletter Fußboden hier. Das ist eine gute Idee. Uns werden alle beneiden. Und wie ich mir das halt vorstelle, ist, dass wir dann das Auto haben, hier halt den Boden hinsetzen und dann einfach hier Wände hochziehen und ein Haus draus bauen. Fertig. Viele wissen das ja nicht. Ich war jahrelang Architekt. Also das ist statisch und alles total abgesegnet. Los geht's. So, als nächstes fahren wir zum Baumarkt und gucken uns an, was die für Material haben. So, da wären wir Bauhaus Spaniens. Das sind diese Spanplatten. Die Dinge halten unendlich lange und sind mega billig. Man hat hier zum Beispiel noch so behandelte Platten, aber die sind mir gebrochen, die sehen sofort aus oder die fangen immer an zu bröseln. Jeder kennt das bestimmt, ne? Und die kosten auch viel mehr. Ja, dann nehmen wir die Maße 62 mal 205 und rechnen dann mal nach, wie viele Platten wir brauchen. Aber es kommen auf jeden Fall dann zwei Platten nebeneinander und dann erst haben wir den Fußboden. Ist schon ein Riesenplatz, wenn man sich das so vorstellt. Dann hat man zwei von den Platten nebeneinander. Geil! Und dann müssen wir noch natürlich berechnen, wenn wir zwei Meter hohe Wände haben wollen. Ich gucke noch nach, ob es dünnere gibt. Die sind jetzt 1,5 cm dick. Das sind eigentlich richtig dicke. In Deutschland gehen die runter bis 0,7 oder 0,5. Aber nee, ich weiß nicht, was mit Spanien los ist. Hier gibt es immer nur diese dicken Platten. Ist mir egal. Nehmen wir. Los geht's. So, das heißt, wir haben Bretter, die 62 mal 205 sind. Also werde ich die Platten auf jeden Fall so hochkant hinsetzen. Drei Stück nebeneinander, dann sind wir bei einer Länge von 1,80 ungefähr. Und zum Stehen würde ich eigentlich auch die Dinger eher quer setzen, weil wenn wir in der Mitte drauf treten, dann knickt das sofort ein. Und hier in der Mitte des Dachs ist es nicht allzu stabil. Davon auch drei Stück nebeneinander. Da wieder auf dem Parkplatz, auf dem Dach hier. Buenas. 1,80 wäre so lang, von den hinteren Löchern bis hierhin. Okay. Das heißt, ich denke, seitlich entlang würde ich so zwei Meter lange dicke Balken hinsetzen, wo dann die 60 cm Platten so verbunden werden. So wird dann auch alles vom Dach abgehoben sein. So, jetzt müssen wir mal ausrechnen, wie viele Platten wir brauchen. Da mal 3, Fibonacci-Zahlen, 86 3 mal 1000, 3, dritte Hinterwände 1,35 in Klammern X. Plus, da sind wir bei 9, 11, 13, 15 Platten. Ja, zweite Klasse Grundschule hat sich gelohnt. Auf jeder Seite machen wir noch so ein Fenster hier rein und eine Tür, das heißt 6 Scharniere. Das heißt, da brauche ich einen Haufen Schrauben. Und nicht zu vergessen, 18 Schrauben, die das Haus dann mit dem Dach verbinden. Boah, meine Schrift ist herrlich. Schrauben. Das müssen ja nicht die teuren sein, immer die billigen, ne? Als nächstes kommen die zwei Balken, die wir als Fundament verwenden. Die sind schon 2,40 lang, das ist perfekt. Zwei Stück davon. 8. Einmal Gewichtstest machen. Ne, es sind keine 200 Kilo. Okay. Hola. Hola. Okay.
ganz normaler Einkauf. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Das ist alles nur wegen euch möglich. Ich habe so viel Unterstützung von euch bekommen. Und ich habe euch gesagt, das geht alles in die Videos zurück. Zuletzt ein Dankeschön an Rearview Metal für die fette Spende. Er ist gerade in Mittelschweden mit seinem Kumpel, hat sich das drei Leute in ein Van-Video angesehen und macht Twist danach. Das ist geil, ne? Wir werden das ab jetzt immer spielen. Und bevor ich jetzt denke, dass ich das ganze Geld nur für so einen aus dem Fenster schmeiße. Das Haus, das ich hier auf dem Dach baue, das spende ich dann einem Tierheim oder einer Organisation. Die bauen überall Katzenhäuschen mit Tierfutter drin und so weiter. Das ist nicht einfach nur ein totaler Blödsinn. So, da wären wir. Es ziehen so langsam Wolken auf. Und die Sonne geht unter. Und dann würde ich tagsüber meine Solarpanel runternehmen und abends und morgens die Bretter zurechtsägen und alles zusammenbauen, also die schwere Arbeit verrichten. Hallo Lana, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Was machst du Schönes? Ich versuche, das alte hier wieder anzuzünden mit dem neuen. Das ist langweilig. Bis dann. Das ist ja auch langweilig. Hola. Upsala. Das war erst die Hälfte. Danke für deine Hilfe. Das war richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, wie viel Power du hast. Hast du auf dem Plattenbau gearbeitet? Oh! Wie viele Bretter hast du da drin, Alter? Ich weiß, das ist halt gefühlt eine Stunde, ne? Boah, wo nimmst du die her? Das ist wie in diese Comics, wo die sich alles aus dem Arsch ziehen. Wie passt das da überhaupt rein? Ja. Gut machst du das. Holt euch einen vernünftigen Job. Macht nicht so einen verrückten Scheiß. Das ist so verdammt heiß hier tagsüber. Jetzt ist es total stockdunkel draußen. Wir haben angenehme 30 Grad. So lässt sich arbeiten. Oh, hallo meine Lieben, wie ihr seht, das Haus steht immer noch nicht. Ich bin sehr weit gekommen. Ich habe die Fenster noch rausgebohrt. Jetzt säge ich die noch. Heute konnte man den ganzen Tag nichts machen. Es ist hier wirklich 40 Grad. Wir hingen den ganzen Tag nur am Strand rum, haben Kaffee am Restaurant getrunken und sind dann einkaufen gewesen. Ich bin so froh, wenn wir einen vernünftigen Job haben und dieser Scheiße hier rauszukommen. Wollen wir nach Hause fahren? Ja, ich will auf jeden Fall nicht mehr hier sein. Ich schneide jetzt die Fenster aus. Dann werde ich auf jeden Fall die Bretter oben festbohren. Da nehme ich euch komplett mit. Das werden wir uns ganz genau ansehen. Und vielleicht werden wir heute Nacht durch die ersten Wände hochziehen können. Ich weiß nicht, ob ich das tagsüber machen soll mit den Wänden. Oder besser nachtsüber, wenn das keiner sieht. Bestimmt geht hier jeden Morgen irgend so ein Hundespaziergang vorbei. Plötzlich ist da so ein 2-Meter-Haus auf dann dem Auto. So, drauf. Weißt du? Leute, ihr wisst nicht, ihr ahnt nicht, was ich gerade gesehen habe. Hola. Einwohner sind hier 650. Ja, 650 Leute. Naja, also die Ortschaft ist sehr ruhig. Wir sind hier direkt am Wasser, was super geil. Das zeige ich euch. Wir hatten hier auch einen Sandsturm eben, also arbeiten ist da echt gar nicht. Weil die Kamera verträgt kein Wasser, keinen Sand. Das ist die beste Kamera, die man auf dem Markt kriegen kann. Ich habe Sand, das knirscht zwischen meinen Zähnen die ganze Zeit. So, das heißt, wir haben da hinten einen Traumstrand. Ich blend mal ein paar Bilder ein. Da vorne eine richtig geile Bar. Alles picobello. Und vor allen Dingen haben wir hier unsere Ruhe. Hier kommen dann so Wanderer vorbei und Fahrradfahrer und so. Perfekt, um ein Haus zu bauen. Das hier sind die Bretter, die dann quer als Fußboden verwendet werden. Und hier haben wir die Bretter, wo ich die Fenster vorgebohrt habe und heute alles raussägen muss. Bitte nicht drauf treten. Ich hatte gestern zum Verrecken einfach keine Energie mehr. Es war 1 Uhr nachts, meine Arme haben, wie so ein Verrückter habe ich da geschuftet. Die konnten einfach gar nichts mehr machen. Ja, das heißt Fenster ausbohren, die Bretter sozusagen als Fundament mit dem Fahrzeug verbinden, Solarpanel ab. Hola. Und dann kommen die quer, kommt der Fußboden rein, dann kommen die Wände rein, dann kommt die Verzierung, dann kommt eine Klingel dran, dann kommt eine Hausnummer dran, dann wird das registriert an der Stadt und wir bestellen Pizza und dann fahren wir weg und alle sind verwirrt. Ja. Ich habe dann hier noch gleich Scharniere angebracht. Das sind dann solche Klappen, das wären dann unsere Fenster, das ist ungefähr auf 1,60 Meter Höhe. Was wir jetzt machen ist, das Kantholz hier befestigen, dazu nehme ich den Nupsi ab und bohre einmal von oben raus. Hopp, da haben wir es. Da muss ich nämlich hier überall die Verkleidung aufschneiden, damit ich mit den Schrauben richtig reinkomme. Oh ja, das sieht gut aus. Und das kommt dann so in das Holz rein. Richtig feste drin das Ding, gehalten von diesen schönen Schräubchen hier. Ihr habt die direkt durch die Verkleidung durchgejagt. Hier sieht man sie noch. Das sind dann 4,
5, 6, 7, 8. Es macht Sinn, dass hinten mehr Schrauben sind, weil wenn das Auto einen Unfall hat, dann wird die Ladung nach vorne katapultiert und muss hinten dann richtig dolle halten. Das ist auch übrigens die Angabe der maximalen Dachlast. Meine Dachlast liegt ja bei 180 Kilogramm, hatten wir ja gestern rausgefunden. In Wirklichkeit kann man da 1,2 Tonnen draufladen, weil die Dachlast ist nur so gering für den Fall, dass man einen Unfall hat. Das Dach soll die Ladung immer noch festhalten können. Und deswegen ist es auf 200 Kilo beschränkt. Wenn wir jetzt das Haus da drauf bauen und ich und Lana da drauf klettern und dort übernachten und Quatsch machen, habe ich keine Angst, dass das Dach zusammenbricht. Natürlich kommt man da nicht durch den TÜV, wenn man zu viel Gewicht drauf hat, aber ihr wisst, was ich meine. Als nächstes, wenn wir jetzt hier den Boden hinbauen, merken wir, dass das nicht hoch genug ist, um über die Solarpanel drüber zu kommen. Deswegen müssen die weg. Sonne gibt's jetzt eh nicht mehr. Die Batterie ist auch rappelvoll. Akku-Packs haben wir geladen. Los geht's. Oh, meine Süßen. Guckt euch diese alten Schrauben an. 4 Jahre auf dem Dach. Aber wir haben es hinter uns gebracht. Dank Lana. Danke, Lana. Man sieht dich leider gar nicht. Was hast du da? Essen? Ach, du hast schon was zu essen? Okay, meine Süßen, die Solarpanel lassen sich offiziell relativ leicht bewegen. Ich hatte eigentlich immer Angst, dass die mir wegfliegen. Heute Nacht kann es tatsächlich passieren. Wir gehen pennen. So, heute ist es soweit. Jetzt kommen die Paneele weg und die Bretter und unser Fußboden kommt hin. Ich werde demnächst mein ganzes Dach neu machen, also wie man diese Klipse hier löst und sowas werde ich dann da zeigen. Wir fokussieren uns erstmal auf das Haus. Hier ist alles voller Sand die ganze Zeit. Hola. Herzblatt, kannst du das mal annehmen? Einfach auf den Boden stellen, vorsichtig. Ist schwer, ne? Okay. Boah, Respekt. Boah, Wahnsinn. Wir haben jetzt hier einfach nochmal genau die gleiche Fläche auf dem Dach, die ich unten im Auto drin habe. Wenn die Wände dann hochgehen und 2 Meter in die Höhe gehen, das wird dann schon, glaube ich, ziemlich eng hier drin. Aber wir bauen ja hier ein Fenster rein. Dann kommt hier die Tür hin, würde ich sagen. Und nach vorne hin ein Fenster. Weil wenn wir dann losfahren in die Stadt, dann musst du oben rausgucken, ob da irgendwie, ob wir unter den Leitungen herkommen, weißt du? Ja, stimmt, das ist problematisch. Oh, wenn ich ein Brett falsch geschnitten habe, dann ist alles für die Katz. Tada! Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie man hier solche Löcher macht oder sowas, dann schreibt mir da drunter. Ich werde ja noch mein Dach komplett neu machen. Das heißt, dann kann ich richtig in die Details reingehen, wie man was anschraubt. Ich weiß ja nicht, wie weit da die Nachfrage besteht. So, jetzt kommen die Wände. Wir fangen mit einer Ecke an, weil es ja so windig ist. Dass wir dann hier ein bisschen Stabilität in der Ecke haben. Alles schön verankert. Boah, das ist verdammt riesig. Aber sagt keiner was, ne? Die gucken alle weg. Ja, ne? So, we haven't seen anything, we're gonna talk. Ja, super, sobald du Augenkontakt hast, gucken sie weg. Ja, ne? So. Ja. Okay, lass mal los. Hält das? Ja, wackelig aus. Mega geil. I love it. Hast du das Windstill da drin? Relativ, ne? Weißt du, was für ein Klotz da oben sein wird? Hola. So sieht's momentan aus. Lane muss hier um ihr Leben festhalten, sonst klappt sofort alles zusammen. Ich will hier noch so Winkel reinhauen, weil der Wind pustet von dort hier rein. Das ist wie so ein Segel. Das ganze Auto wackelt die ganze Zeit. Und geht's dir noch gut? Hast du noch Kraft? Ja, ich habe auch Bock. Das Ding ist also echt kurz vorm Einstürzen. Das ist eigentlich übel. Hier reißt es schon überall raus. Ja, es hört sich schon windig an hier, ne? Ja, kannst du eigentlich loslassen. So ein Trampolin. Mach das bitte nicht. Guck mal, das ist das erste Fenster. Cute. Oh. Richtig stabil. Ja, richtig professionell vor allem. Ah, oh, Papa. Okay. Kuckuck. Hola. Ja, gackert sich weg. Ja, das kann man doch nur mögen. Ist doch voll geil. Ein Haus auf dem Auto. Läuft spitze. Es wird schon wieder dunkel. Die Leute glotzen alle. Wir kriegen einige Kommentare. Aber mein Fokus liegt darin, das Ding hier fertig zu bauen, weil heute Nacht pennen wir da drin und morgen fahren wir dann noch herum. Alles klar?
Ja, ich habe eine Bude auf meinem Dach. Normal. Ich mache die Tür eben noch fertig und dann können wir eigentlich essen. Ist cool soweit, ne? Wenn da jetzt noch ein Dach drauf käme, dann würde das das alles noch mega stabilisieren. Aber ich weiß nicht. Eigentlich brauchen wir keins, ne? So schwer ist das jetzt nicht. Das könnte man machen, aber wenn es regnet, dann müssen wir hier eh weg, weil hier der Boden sofort, da sackern wir ab. Also wäre gut, wenn wir geweckt werden. Und die frische Luft wäre halt geil jetzt, ne? Ich freue mich richtig, hier in der Kälte mal zu pennen. Wir haben dann hier jederzeit die Möglichkeit, hier ein Fenster und da ein Fenster aufzumachen. Und hier zieht das echt raus, ne? Komm, die Sonne geht da auf. Ja, die Sonne geht da hinten auf. Das wird richtig, richtig nice. Ja, das wird ziemlich geil. Oh, das sieht so cute aus. Oh, mega. So, meine Süßen. Die Tür ist drin. Wie man sieht, die Schrauben, die sind professionell angebracht natürlich. Wir haben eine hochwertige Einbruchssicherung. Tada. Oh. Zwischenzeitlich ist dieses Fenster noch rausgefallen. Diese Schrauben hier greifen echt in gar nichts. Also wahrscheinlich wird mir dieses Fenster dann heute Nacht noch auf den Kopf fallen. Und ja, hier drinnen kann man sich schön hinsetzen. Die Decke ist immer noch nicht drin, aber das finde ich persönlich mega geil. Und dann kann man sein Handy hier so hinlegen und die Füße an die Wand lieber nicht, anlehnen lieber nicht. Aber es ist warm hier drin, komischerweise. Der Wind wird ziemlich gut zurückgehalten. Der Boden fühlt sich gut an. Sehr witzig ist auch hier in der Ecke, ist mein Lüftungspilz vom Auto. Also die Luft, die an der Decke abgesaugt wird, landet hier im Raum drin. Und wenn man rausgeht, dann ist man hier draußen auf der schönen Veranda. Da unten, das sieht man alles nicht, sind die Autos. Man fällt sofort über 2 Meter runter, wenn man stolpert. Aber ganz ehrlich, mehr braucht ein Mann auch nicht zu leben. Das ist mein neues Reich. Hey, Schnauze da oben, pennen. Irgendwie mag ich auch dieses Geknatsche von dem Holz, so ein bisschen Geruch auch. Oh. Ja. Was meinst du, was könnte das Schlimmste sein, was jetzt hier passiert heute Nacht? Dass entweder es übelst anfängt zu stürmen und uns dann die ganzen Bretter hier zusammen, und dass die Bude dann zusammenbricht. Ansonsten... Mein schlimmster Albtraum wäre, glaube ich, wenn uns so eine Schafvögel ankackt. Für mich ist, glaube ich, die Bullen kommen und sagen, wie behindert seid ihr denn? Verpisst euch aus unserem Land. So, ihr seid eindeutig gestört und das müsst ihr sofort abbauen um 3 Uhr nachts. Guck dir diese Pipi-Winkel an. Das sind die Winkel. Guck dir das an. Das ist ein 2 cm Winkel, der einfach 2 Meter Holz hält. Das ist das Hundertfache an. Ich habe ein anderes Sorgenkind. Deswegen habe ich es auch hinter dem Stuhl versteckt. Da kommen dann die Mäuse durch. Nicht anlehnen. Nice. Oh, Lampi ist ausgegangen. Okay, Leute, ihr seht mich nicht, aber ich lächle und sage euch gute Nacht. Wow. Okay, das reicht mir auch. Schnell wieder hinlegen. Hola! Hey! Hey! Yeah, we slept here! Ja, ne? Hallo, Sula. Bist du so klein, ne? Ja, du hast wie so ein Matchbox-Auto. Stimmt. Buenos dias! Das sieht aus, als hätten hier Kinder übernachtet. Hola! Ich habe jetzt noch Fenster und Türen eingebaut. Wie heißen die? Schuko, nicht Schuko, sondern diese deutschen Markentüren und Fenster. Haus Nummer 12 haben wir auch. Ich lüfte da gerade, weil wir frisch gestrichen haben. Ich würde sagen, jetzt ist so langsam an der Zeit zu gucken, was die Bude so aushält, wenn wir damit rumfahren. Okay, wir fahren jetzt los. Oh mein Gott. Langsam, euer aller Tohanku. So, gucken wir mal, was die Leute. Oh, yeah, yeah. Oh mein Gott. Okay.
Also Autobahnen fahren wir lieber nicht, ne? Oh, fehlt was. Oh, Top-Konstruktion. Hier bricht alles zusammen. Guck mal, wenn ich das hier wegnehme, boah, dann wackelt die Wand nur noch. Ich weiß nicht, warum das steht, ne? Boah, Hausbesitzer sein ist echt anstrengend. So. Genau wie beim Van-Ausbau. Wenn irgendwas kaputt geht, einfach mehr Material dran machen. Okay, sieht gut aus. Ich habe da auf dem Weg so Oberleitungen gesehen, die von Laterne zu Laterne gehen. Ich weiß nicht, wie hoch die sind. Aufgerundet 4,70 hoch. Wie groß ist so ein LKW? LKWs dürfen eine Höhe von 4 Metern nicht überschreiten. Also ich glaube, unter den Masten kommen wir nicht her, aber wir testen das trotzdem. Leute sind begeistert. Oh. Langsamer! Wenn du 1 km/h schneller fährst als gerade, dann sieht schwer nach Zusammenbruch aus. So, da sind die ersten Strommasten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Passt! Passt tatsächlich. Oh, warte, warte, warte! Stopp, 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 stopp! Okay. Doch, stopp, das passt. Ganz langsam, ich sag dann stopp. Es una casa. Und Cassette, see. We just wanted to build and see if it's working, you know. What do you think? We can definitely do better, no? The door, the windows. Yeah, windows, door, and it's really cozy. So fun. Thank you. Sell it for $1 million. Yeah, way too cheap. You see the expensive details and everything, right? Yeah. Es mejor de televisión. Pasar, pasar. Pasar, sí. Also, wenn dann fehlen da echt nur noch ein paar Zentimeter. Oh nein, oi, oi, oi. Okay, nein, 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 warte, warte, stopp. Das fällt hier gleich auseinander. Was machst du? Nix. Ernsthaft, was machst du? Nix. Warum machst du Fotos von dem Auto? Komm auf mobile.de. Oh mein Gott. Hat letztens einer gefragt, wie viel ich für die Karre will. Hier steht der Preis. Guck mal, mitten im Haus, Opel Movano mit Haus auf Dach. Das ist echt mega, schön. Ich habe noch nie so eine Beschreibung, nee. Mega das geile Teil, überhaupt nicht heruntergeritten, Haus auf dem Dach. 3 Fliegen mit einer Klatsche, Miete gleich 0 Euro. Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein mega Schnäppchen. Geil. Mega geil. Boah, ich bin gespannt, ob jemand, ja. Guten Morgen. Es ist immer noch nicht kaputt, das müssen wir heute ändern. Wir müssen so viel draus lernen wie möglich. Bevor wir unsere fette, geile Traumvilla draufbauen, müssen wir auf jeden Fall die Schwachpunkte von dem Teil finden. Hast du irgendwelche Ideen? Nein. Ah, nein, habe ich auch nicht. Oh mein, oh mein. Ich würde sagen, es ist richtig stabil. Ja, wir haben die Schwachpunkte erkannt, ne? Alles. Boah, jetzt komplett aus der Verankerung gerissen hier. Boah, die Winkel sind komplett verbogen. Also die Winkel sind auf jeden Fall viel zu schwach für sowas. Das Gute ist, wir müssen das Teil jetzt nicht mehr runtertragen. Das war vergleichsweise einfach. Du warst unser Zuhause. Leider nicht so ganz stabil. Ja, wieder einmal, wenn euch Lanas Stimme gefällt, dann checkt ihr Kanal aus Solana the Artist auf YouTube. Wir kriegen das ja ständig in den Kommentaren, deswegen hat sie den Kanal aufgemacht. Zum Haus. Ja, das größte Problem war, dass die Winkel einfach zu klein waren. Man sieht das ja, die sind ja fast alle komplett umgebogen. Hier hatten wir noch ein Fenster, da ist das
Brett komplett durchgebrochen, aber das kam dann durch einen Einschlag und nicht durch einen Wind oder sowas. Das Fundament hält wunderbar, wie es zu erwarten ist. Ansonsten halten hier auch alle anderen Bretter sehr gut. Diese Spanplatten sind halt Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste, was man holen kann. Das Dach haben wir ein bisschen zertreten, während wir hier drauf rumliefen. Man sieht das so leicht, wenn man hier drunter ist, sieht man es. Man kann das Blech einfach wieder zurückdrücken. Hier oben die Bretter halten auch alles aus. Die drücken sich zwar ein bisschen durch, aber die berühren dann das Dach. Also wirklich, ich glaube, hier könnte ich eine Party drauf veranstalten. Das würde nichts machen. Wir müssen jetzt die ganzen Trümmer hier zusammentragen, das alles wieder zusammenbauen und nochmal mit den örtlichen Tierheimen reden, wo wir dieses Häuschen für die Katzen hinsetzen. Wir haben auch noch Katzenfutter geholt und solche Schalen, wo das Wasser reinkommt. So machen die das in Spanien hier überall. Das kann ich leider nicht aufnehmen, weil wir haben heute schon Samstag. Morgen ist Sonntag. Da kommt das Video schon raus, das heißt, ich bin mit Schneiden beschäftigt und ich brauche unbedingt meine Solarpanel zum Schneiden, das heißt, das werde ich zuerst aufbauen müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Spenden, die haben das alles möglich gemacht. Nein, das ist nicht einfach nur irgendein Blödsinn, den ich verzapfe. Halt die Klappe da unten. Ich habe tatsächlich was gelernt, weil ich will mir das komplette Dach neu aufbauen und das werde ich jetzt machen. Jetzt habe ich genug Wissen darüber. Zudem wir auch die örtlichen Katzen damit unterstützen. Zuletzt ein herzliches Dankeschön an Joachims Zabo für 5000 ungarische Forint. Besten Dank auch mal wieder an HRO. Diesen Monat nur ein kleines Date. Das große ging in die Ukraine. Danke, dass du an die Ukraine spendest, wirklich. Ich liebe diesen durchgeknallten Content, die perfekte Balance zu dem Mist, der sonst so läuft. Ich mache eigentlich die Videos, die ich selber vermisse irgendwie. Aber dank eurer Hilfe, wirklich. Ihr seid die Besten. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da, besonders beim Ausbau so eines Daches hier. Das würde mich sehr interessieren, was ihr da für Tipps habt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal wieder so ein bisschen das beklopptes Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Und von uns beiden ein Tschüssi. Lana hat schon ihre Klamotten zum Musikmachen an. Wir sehen uns unterwegs.